Hallo liebe Leute, hier ist euer Strelok und ich begrüße euch zurück bei Wargame Red Dragon. In der letzten Folge haben wir sowohl Busan verteidigt, das dank unserer Luftwaffe jetzt wieder sicher sein sollte, und Seoul haben wir auch zurückerobert, beziehungsweise die Amerikaner haben das gemacht. Und jetzt können sie weitere Truppen dort anlanden, aber wir sollen uns immer noch vor einer vom Gegenangriff in Acht nehmen. Kann ich jetzt? Ja, ich kann tatsächlich Truppen, also Nachschub holen. Und ich werde. Was werde ich tun? Ich glaube, Artillerie wäre hier keine schlechte Idee. Abrams sind ein bisschen teuer. Oh, hier sind 24 M60 drin. Aber ich glaube, ich werde Infanterie holen. Was war Logistik eigentlich nicht. Aber hier, ich könnte die Hubschrauber. So, ich habe noch 45. Nimitz Group, das heißt, das sind F-18 und Corsair. Und die Air Force Reserve ist F-5A. Das sind Jäger, würde ich sagen. Napalmbomben. Ah, cool. Und F-4D. Mit 18 227 Kilo Bomben. Heilige Scheiße. Die werde ich mir doch mal holen. Und dann habe ich noch 20 Punkte. Und die F-18 hat Mavericks und Sidewinder. Ja. Oder? Strike Squadron. Weil die Landungstruppen hier oben haben Jäger, aber bisher noch keine Corsairs, haben Napalmbomben. Ist nicht so schön. Dann nehme ich. Habe ich hier noch einen Zehner? Ja, ich könnte. Bekommt hier das und Air Force die Strike Squadron. Ach, verdammt. Egal. Und ja, jetzt heißt es noch, die restlichen Truppen von Busan, aus Busan zu vertreiben. Und da habe ich halt ja ein bisschen was an Unterstützung. Was haben wir hier? Wir haben hier Jäger und die Coxan. Das sind das Panzerartillerie. Und was haben wir hier noch? Wir haben hier Aufklärungspanzer, die man aber auch nicht unterschätzen sollte. Das sind MiG-15 oder MiG-17, eins von beiden, mit zwei 500 Kilo Bomben Napalm und Maschinenkanonen, also auch nicht zu unterschätzen. Es ist nicht viel, aber das, was noch da ist, kann trotzdem wehtun. Zumal ich hier, glaube ich, keinerlei. Ich glaube, ich hätte lieber die Luftabwehrtruppen holen sollen. Egal. Schlacht um Busan, zweiter Teil. Wie gesagt, die Strike Squadrons mit 3 F5, viele Aufklärungspanzer und 8 170 mm Haubitzen.
Aber wenn die verschossen haben, haben die nichts zum Aufmunitionieren. Und ich habe mehr. Das gefällt mir. Oh, und der Gegner hat sich sofort ergeben. Das ist auch cool. Und also ich bin ja jetzt dafür hier oben. Weil die Truppen sind in der Auflösung. Die Truppen ziehen sich zurück. Und die haben 8500 Kilo, das ist natürlich heftig. Und drei ziemlich gute Jäger. Aber die Truppen sind in der auf dem Rückzug. Und ich glaube, ich werde ein bisschen was an Truppen hier stehen lassen. Aber ansonsten geht das nicht? Offensichtlich muss ich erstmal die Runde beenden. Okay, Sol wird wieder angegriffen. Aber das sind nur 24 Panzer. Busan wird auch wieder angegriffen von wesentlich mehr Truppen. Aber größtenteils Versorgungs-LKWs. Okay, das sind Typen mit Fagott, die sind ziemlich heftig. Ja, keine Panzer. Das gefällt mir. Dafür vier von denen. Mach mal einfach mal. Die EVB verlege ich wieder hier runter. Ich auch meinen Nachschub her, aber ich denke, ich werde wieder größtenteils durch Flugabwehr das machen, durch meine Luftwaffe. Kommt da rein. Aber jetzt habe ich Aufklärungshubschrauber und Angriffshubschrauber. Das fetzt. So. Okay. Ne, der muss da nicht hin. Da kann so einer hin. Also ein ganz normaler unbewaffneter Jeep. Zwei von denen da unten hin. Ja, nehmen wir erstmal eine F-86 und eine F-16. Und dann verteidige ich hier.
von da oben, beziehungsweise von hier. Kontakt. Na, mal gucken, ob sie halten. Ich hätte mich tatsächlich lieber für die Raketen Flugabwehr entscheiden sollen. Von da oben kommt irgendwas. Das sieht aus tatsächlich wie Flieger. Ja, die bewegen sich zu schnell. Mi 25. Sehr schön. Können wir jetzt richtig einen Arsch aufreißen. Habe ich irgendwas? Ich könnte rein theoretisch, wenn ich genug Geld habe. Okay, da oben. Ja, die gehen größtenteils zu weit. Infanterie wäre hier vermutlich nicht ganz schlecht. Sehr schön. Machen tatsächlich
tatsächlich sehr wenig Druck. Also nicht, dass mich das stört, aber ich bin erstaunt. Oh Scheiße. Das war so nicht geplant. Nein, nein, nein. Das war so absolut nicht geplant. Das war knapp. Das war extrem knapp. Jetzt hier. Okay, was ist jetzt hier noch? Das sind die Aufklärungspanzer. Kann ich hier meine Einheiten nicht ausruhen lassen? Vermutlich, weil gegnerische Truppen hier drin sind. Okay. Also wenn ich jetzt Busan... Okay, dann machen wir heute mal zwei Schlachten um Busan. In der Hoffnung, dass die jetzt... Gegner zieht sich zurück und verliert wieder ordentlich was an Truppen. Kann ich jetzt vielleicht angreifen? Immer noch nicht. Gut, dann nochmal um Seoul. Aber Seoul werden sie sich auch zurückziehen. Nee? Wow, ich bin begeistert. Okay, wir haben Bravo. Wir müssen eigentlich nur... Wir müssen Bravo halten, auf jeden Fall. So.
Parry rein und ein Versorgungsschiff. Und was haben die eigentlich? Hellfire-Raketen. Ist eigentlich nicht schlecht, wenn ich jetzt hier quasi in die Seite reinschießen will. Also kommen hier auch zwei von denen. Infanterie. Mörser kann man auch nehmen. Avenger werden so verteilt. Und die Hawks. Das hier ein bisschen wie einen Schirm bieten. Seahawks haben Hellfire-Raketen, ist auch nicht so schlecht, aber ich denke, ich werde wieder diese zwei Seekobras nehmen. Und eine Corsair. Und dann habe ich noch 15 Punkte und kann ich mir dafür noch irgendwas holen. Infanterie? Nee. Nix. Doch, ein Versorgungs-LKW. Kommt da rein. Das war vielleicht nicht die beste Position dafür, aber nun ja. Also. Zusammenreißen können. Was ist das? Wo haben wir es? Ist das hier? Ist hier. Mörser. Helikopter.
Dann nehme ich halt die Panzerkolonne hier so mit meinen Flugzeugen auseinander, mit meinen Hubschraubern auseinander. Schmeißen wir dann noch weiter Napalm drauf, dass die nicht, sich nicht weiter bewegen können. Ne, ihr sollt hier rein. Da rein eigentlich. Das wäre auch cool. Da war es auch schon vorbei. Das Panzerregiment ist wohl zerlegt. Was haben wir hier? Das ist Raketenluftabwehr. Das ist die Infanterie, nochmal Raketenluftabwehr, Hubschrauber, Panzerabwehr, Regiment. Hier, ich. Vermutlich, weil die gerade hier eine Schlacht geliefert haben. Aber wie soll ich so überhaupt. Wenn die mich immer angreifen, wie soll ich dann überhaupt meine Truppen erstmal wieder auffrischen und überhaupt selbst mal in die Offensive gehen? Greift da wieder Busan an mit hoffnungslos unterlegenen Truppen. Ich habe nicht mehr wirklich viel Versorgungs-, also so Kommandofahrzeuge. Wisst ihr was? Ich mach mal. Nee. Aber immerhin habe ich ein paar mehr. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt mal ganz anders. Ich habe hier auch Luft- und Landunterstützung. Ich werde mich einfach hier verbunkern. Und hier meine Infanterie, die ich noch habe. Strelas. Hawks. Die haben eine Maschinenkanone. Das sind die. Das sind die Napalm-Dinger. So. K1 oder ne, ich mach mal 2 und 2.
Rettungshelikopter und Infanterie. Die günstige, ja. 25, 25. Die hier. So. Und mit denen rücke ich nach Echo ein, damit ich dort Truppen, also damit ich dort Kommandopunkte habe, weil Wuchang offensichtlich keine Kommandopunkte gibt. Na, der Gegner startet ganz da oben. Keinerlei Angriffswaffen. Das. Warum habe ich die eigentlich gerade ausgeladen? Wir müssen noch davor. Mein Fehler war auch gerade, dass ich die FOB noch drin gelassen habe. Die brauche ich ja eigentlich gar nicht. Okay, die Infanterie lassen wir da stehen. Der Panzer kommt dahin. Ich brauche noch 150 Punkte für den scheiß Kommandopanzer. Fliegst weg. So. Ja.
70 Punkte, dann kann ich mir Alpha wiederholen. Und dann habe ich nochmal ein paar mehr Kommandopunkte. Das ist jetzt eigentlich nur noch warten. Ich meine, meine Verteidigung steht. Die angegriffen werden, können die zwar nicht wirklich viel ausrichten, aber immerhin kommen die denn her? Was sind das überhaupt? Das erledigt. Fuck, 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 nein. Gut. Wieso kommen denn die von da? Das verstehe ich nicht. So, dann muss ich diese K1 abziehen. Und hier den. Diesen Sektor. Aufklären. Ah, Aufklärungstier auf 55. Damit hat sich das mit dem mehr Kommandopunkte erledigt. Da oben stehen 120er Mörser. Standen. Was? Ja, du bewegst dich mal wieder hierher. Offensichtlich, also wie mir scheint, kommt seine Verstärkung von hier oben rein. Das verstehe ich nicht, warum. Das da oben scheint auf jeden Fall erstmal gesichert.
45. Da eine ordentliche Lage Raketen reinbekommt, dürfte ich das von den Siegpunkten gewonnen haben. Oh, da schien ein Kommandofahrzeug dabei zu sein. Oder er hat es zumindest rausgezogen. Ich brauche irgendwas. Also ich muss auf 100 Punkte kommen. Dann kann ich da drüben die Mi-8 mir holen. Na, wo bleiben denn? Hier. Das war's wieder. Mich nervt, dass ich ständig Kommandofahrzeuge verliere und sie nicht ersetzen kann, vor allen Dingen. Was bringen mir FOBs und Zeug, wenn ich... kann ich tatsächlich mal angreifen. Dann kommt da oben rein. Das Panzerbataillon. Mit Abrams. Okay, eine neue Karte. Und das Gefecht seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin verabschiede ich mich mit besten kameradschaftlichen Grüßen. Euer Strelok. Ciao.